Hallo zusammen, Simon hier mit einem neuen Tool. Und zwar eine deutsche Firma, Ton 2 heißt die Firma und Saurus heißt das Produkt. Ich habe schon mal vorgestellt, quasi ohne zu sprechen, das mache ich jetzt in deutscher Sprache. Eine kurze Vorstellung, ein Synthesizer, der Dance-lastig ist, ja. Also für Dance ist er gut geeignet, mehrere Kategorien, mehrere Sounds, super schön, einfache Handhabung, klingt auch okay. Also es klingt gut. Wir hören ein paar Sounds, ein paar Progetor-Sounds. Okay, ich werde jetzt das Mikrofon ausmachen, weil dieses Klicken nervt mich persönlich auch, weil dieses Mikrofon ist so gut, das zeichnet alles auf. Also, wir hören ein paar Sounds und dann meine Meinung zu dem Tool. Gefällt mir, weil ich kann schnell editieren, einfache Sachen und der Sound wird voller, wird einfach interessanter. Der Sound ist so fett und ohne Chorus. Ja? Interessant. Ziemlich fett, würde ich sagen. Thank you.
nach Damo. So, also ihr seht verschiedene Kategorien, verschiedene Sounds, ja. Ich glaube, das reicht erstmal, um eine Meinung zu äußern. Was ich gut finde, ist die Einfachheit dieses Synthesizers. Sehr gut gemacht, eine einfache Oberfläche. Leichte Veränderung, sofort Resultat auf den Sound. Meiner Meinung nach, für mich persönlich als Simon Le Grec, für meine Produktion, wäre dieses Teil jetzt nicht so geeignet, weil ich finde, die Sounds, die sind nicht qualitativ genug. Super gute Effektsektion, einfach gehalten, aber gefällt mir voll im Sound. Die Filter gefallen mir, ja, ist, sag mal so, ist okay, aber das Endergebnis, der Sound an sich, gefällt mir nicht. Der reicht nicht, der reicht nicht aus. Ich krieg diese Brillanz nicht heraus. Die Klarheit von einem Rapid zum Beispiel kriegst du hiermit nicht. Ich weiß nicht, was das Tool kostet. Ich habe so eine Demo-Version runtergeladen, aber zu empfehlen vielleicht für Leute, die kein Nexus kaufen möchten, so einen einfachen jetzt Synthesizer. Okay, aber erinnert mich stark an Synthmaster. Das ist so diese Qualität, ja. Für Trends ist aber dieser Synthesizer sehr gut geeignet, muss man auch sagen, ja. Für Haus wäre das für mich nichts. So für andere Sachen, so happy, hardcore, muss jeder wissen. Also meiner Meinung nach wäre jetzt nicht unbedingt als House-Synthesizer zu empfehlen oder für anspruchsvollere Sachen. Ich finde, die Anzahl der Sounds ist nicht schlecht. Die Jungs geben reichliche Bänke erstmal. Liefert, das Gerät liefert noch einige Sounds ja, mit. Finde ich gut. Aber mich überzeugt der Synthesizer nicht, damit ich den so hinter hundertprozentig einsetzen kann in meinen Produktionen. Ja. Dennoch, im Ganzen, also von 10 Sternen würde ich sagen, gebe ich dem 6 Sterne. Ja. Okay, das war's von mir. Bis bald. Und dann kommen wir zu den Tools von Arturia. Da sieht es schon anders aus, ja? Gut, bis bald. Ciao, Leute.